Das Sommerkonzert zu Ehren der Freunde der Florianer Sängerknaben im Stift St. Florian stand dieses Jahr unter dem Motto And the Oscar Goes To. Ein Abend gespickt mit Filmmusik, Klassikern und der feierlichen Übergabe eines Oscars. Also ich habe die Auszeichnung nicht mitgezählt vom Berufs- und Funktionärsleben. Es sind sicherlich nicht wenige, aber mit dem habe ich nicht mehr gerechnet. Wofür hätten Sie den Oscar verdient? Für gar nichts. Also ich habe ein mäßiges Talent zum Singen. Es hat für den Trauner Kirchenchor und für einen Schülerchor gereicht. Hatten Sie oder haben Sie ein großes Talent zum Singen? Überhaupt nicht. Ich musste mir nur erst noch beruflich aneignen, weil es ja in der Liturgie vieles zu singen gibt. Wenn das Publikum da ist, dann sind sie einfach die Engel. Und ab und zu im Probezimmer kann es einmal laut werden, aber wir verstehen uns sehr gut. Und man ist so ein bisschen der Papa von 36 jungen Burschen. Was ist das Schönste bei oder nach einem Auftritt? Essen. Essen. Feiern. Stimmt. Applaus. Man fühlt sich halt richtig berühmt. Ja. St. Florian ist meine musikalische Heimat. Es ist wirklich wie ein großes Ferienlager die ganze Zeit. Und wenn man da in der Gemeinschaft irgendwie groß wird, dann lernt man auch sehr viel verschiedene Persönlichkeiten zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist eine große Lehre für das ganze Leben.